Herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Mein Name ist Tyler Fireheart. In vorigen Part ist das eigentlich eine Verwechslung gewesen mit Jason. Ja. In Wirklichkeit, herzlich willkommen. Ich bin Mr. Firewolf und das ist Part Nummer 7 The Elder Scrolls Online. In den vorherigen Part mussten wir unser geliebtes Ödfeld verlassen, weil wir von Bündnis angegriffen wurden und haben uns zu den Ort Balboien begeben und mussten jetzt beim vorigen Part zu diesem Turm gehen und eigentlich den Feldwebeduren hinweisen, die Fackel zu, ja, das Feuer zu entzünden, aber es wurde doch anscheinend nicht daraus, er wurde kaltblütig ermordet. Und wir sollen das Zunderpechpulver besorgen, dass wir damit das Feuer einheizen können. So. Wir gehen jetzt mal weiter und starten direkt mit der Suche, beziehungsweise das wird da oben uns angezeigt, nach den Zunderpech. Wir haben Bündniskavalieren. Das ist zum Beispiel eine, die uns angegriffen haben. So, meine Liebste. Das ist die Strafe, dass du unser Land angegriffen hast. So, anscheinend gibt es hier noch mehr. Hier haben wir den Bündnisbrandstifter. Stirb an meinen Flammen. Ich bin der Templer des Ödfelds. Und ich werde da unterstützt von einem Mitspielern. Ja. Dankeschön. So, wir haben hier noch welche. Und renn nicht weg. Okay. Ultimative Fähigkeit. Könnt ihr jetzt in eurer Fähigkeit sehen, eine ultimative Fähigkeit freischalten. Die mächtigste Fähigkeit kann häufig den Ausgang eines Kampfes entscheiden. Öffnet eure Fähigkeit, schaltet die ultimative Fähigkeit frei. Okay, Fertigkeiten. Von der Morgenröte. Ultimative Fähigkeit. Warum denn die? Ich eigentlich nicht. Rüstung. Ah, wir haben ja sogar noch Rüstung zu machen. Lug und Trug. Verbessertes Verstecken. Seelenschlag. Seelenfalken der Bucht. Alchemie, Schmiedekunst. Ach, wir können ja sogar die Schmiedekunst aufbessern. Rang 5 Schmiedekunst. Okay, nein, halt. Verzaubern Aspekt. Ah, okay. Ja, ach, wenn verfüge. Okay, das haben wir ja nicht. So. So, was ist hier für uns? Bestimmt nur Gold. Genau, so. Wir haben da Plantagenausblick. Reines Wasser nehmen? Nein, nein. Wir sind immer noch voll mit dem Inventar. Okay, hier haben wir Runenstein. Eiserne Klauen höher. Plantagenausbildung. Ah, was? Lulu Azar. Achso, jetzt kommen jetzt jede Menge Questen wieder auf uns zu. Warum hat denn jetzt hier den schönen Ausblick? Ach, da müssen wir auch. Okay. Da haben wir dich. Na. Okay, anscheinend müssen wir doch rumlaufen. Ich dachte, wir können jetzt ein bisschen rüberhüpfen. So, erzähl mal, Lulu Asa. Bitte, mach, dass sie aufhören. Ja, mit was, wer oder was soll aufhören? Dieses Bündnis brennt die Felder nieder und erschlägt uns, wo es uns findet. Bitte, es sind noch andere auf den Feldern. Jemand muss Batus, Vodelei und Venaxi finden. Kein Problem, ich mache die Aufgabe für dich. Wir machen jetzt erstmal hier schnell finde Batus. Vielleicht den Axi. So, komm her. Wie wir sehen, wir brauchen nur das Gold. In den Sekunden tue ich jetzt erstmal nicht machen, so höher. Ja.
Gute Bein, Kleider bis Magica. Okay, wir könnten jetzt aufschießen einfach. Naja, okay. So. So. So, und jetzt. Mal gucken, was haben wir hier drin? Agentum, Granaten. Granatheitskette der Fähigkeitskostenminderung. Okay. Hast du mal Inventar? Auen des Frost. Ach, Auenbogen des Frostes. Das Stiefelmesser bräuchten wir ja eigentlich nicht mehr. Eisenschreitachs kann auch weg. Eisenschreitkörper der Flammen. Können wir verkaufen. Schild kann weg. Kopf haben wir hier. Ja, wir nehmen die hier jetzt. Tut die zerstören. Eisengüras, die weg, so, Schultern, die weg, Teil hier, die weg, Ende haben wir ja, Beine, müssen wir die auch mal weg, so, okay, jetzt lassen wir die Beine her, jetzt will ich mal aus der Hose der Seele noch etwas rauskommen, haben wir jetzt eine grüne Hose an, so, jetzt können wir den Rest noch mitnehmen. So, das machen wir jetzt noch nicht. So, die Heizkette. Maximales Leben. Verringerte außerordentliche Fähigkeit. Maximales Leben runter. 880, okay. Ja, die zerstöre ich jetzt. Weil wir brauchen unbedingt viel Platz. So, wir haben dich jetzt hier gefunden. Bartus. Bitte, meine Schuppen sind glatt. Schickt mich nicht zu Sitis. Warum denn auch? Ich werde auf dem Wasser tanzen. Ich danke euch. Na dann hau ab. Wenn du das machst. Bring dich lieber in Sicherheit. So. Da unten haben wir die nächsten. Die Voodoo-Lei. Das ist bestimmt eine sie. Hallo? Ihr tragt kein Löwenwappen. Bitte helft mir. Okay, ich dachte, der Name wäre weiblich, aber ja, wenn das dann halt so ist, dann ist es halt so. Okay. Mit eurer Hilfe, Feuchter. Ja. Lauf. Geh zurück in dein Dorf. Bündnislichter. Komm her, du Schlinge. Ja, das war's. Mister, das tat weh. Ich bin ja wirklich hier, jeden hier am Morgen von den Echsen. Wo bist du? Hier bist du. Tag. Wohin ich auch sehe, diese Feiglinge stoßen uns in ihre Klingen. Trockenhäutige Halunken! Der Weg ist frei. Los, geh zu den anderen zwei Leuten. Ich sehe euch dann in Dalmora. Ihr habt meinen Dank. Los, ist das sicher? Geh ruhig. Sprech mit den Überlebenden. Hier haben wir jemanden. Okay, wir wollen das aber nicht. Wir wollen ja unser Zunderpechpulver holen. Möge dir die Schlacht entgegenbringen, du widerlicher. Also es ist doch das Gegnerische mit den Wilben. Okay, oh. Wiedersehen. Hat tief gesessen. Eiserne Klauen. Na, mal gucken, hopp. Da machen wir kurz hoch. Noch höher. Okay, aber. Netschku. Tust du mir was? Nein. Ein sehr eigenartiges Wesen. Aber dennoch, ich würde es hier nicht angreifen. Die feste Zerren entdeckt, okay? Weil das Tier tut mir nichts. Oder das Wesen. Und da brauche ich da auch jetzt kurzartig nicht drauf einzuschlagen. Eiserne Klauen. Grüß dich. Einen Augenblick bitte. Niemand sonst wird mir zuhören. Ich habe eine Idee, die uns im Kampf gegen das Bündnis helfen könnte. Na dann spuck aus. Balfoyen besitzt keine große Miliz, um sich zu verteidigen. Aber wir haben die Netsch.
Nettichbullen sind normalerweise friedlich, aber wenn sie denken, ihre Herde würde angegriffen, werden sie furchterregend. Und wie möchtest du, dass die Netsch das Bündnis attackieren? Richtig. Wenn sich eine Kuh oder ein Kalb bedroht fühlt, sondern sie eine Art Öl ab, das dann den Zorn eines Bullen schüren kann. Ich habe etwas Öl gesammelt und diese sterilen Netzeier damit eingerieben. Werft sie auf die Dolche. Die Netzbullen sollten sie daraufhin angreifen. Na dann probieren wir es mal. Eisenklaue. Machen wir es. Geht es nach hinten? Ja, meine Reise. So, okay. Das ist ein Netzbulle. Okay. Paktwache. Da hinten ist ein Seelenschein. Das Strahlen erkennt man schon von Weitem. Ich glaube, man kommt da jetzt ran. Oh ja, okay, dann stampen wir Run draus. So, da haben wir das. Die Himmelscherbe. Wunderbar. 2 von 3. So, okay. Sprechen wir den Überleben? Nein, ich wollte doch. Na, ist okay. Nein, wollte ich doch. Unorthodoxe Taktiken. Okay. Nicht, Eier. Bündnis mit durch. Wo soll man das hin? Ach so, auf die Truppen des Bündnisses. Okay. Sehr agil. Da haben wir Eisenerz. Nehmen wir mit. Vielleicht finden wir im Dorf eine Schmiede, wo man das machen könnte. Oculus. Okay. Wo seid ihr noch? Da oben, ne? Ja, da. Da oben haben wir noch eine. Dies. Da haben wir das nächste. Da haben wir noch einen. Und das ist der letzte. Wunderbar. Oder? Doch noch einmal. Hoppla. So. Sprech mit Eisen. Eiserne Klaue. Okay, wir kommen zu dir, Eiserne Klaue. So. Bündnis abonnieren. Der Wolf ist tot, komm. Danke für dein Gold. Okay, hier kommen wir angeln. Wenn wir einen Köder haben. Und hier haben wir noch einen Runenstein. Den wollen wir uns später mal. Wo ist Eiserne Klaue? Da oben. Und wie bist du da lang gekommen? Bestimmt übers Dorf, ne? Hier haben wir ein. Okay. Ah, hier bist du durchgekommen. Das sind die Fackelkäfer, daraus kann man Insektenstücke die nehmen und angeln zu gehen. So. Also, dann glaube ich, haben sie gemacht. Wie ist es gelaufen? War wunderbar. Die männlichen Netzbullen haben sie angegriffen und ordentlich mit ihren Tentakeln geschlagen, sag mal so. Ausgezeichnet, ja? Ich werde die Kommandanten von eurem Erfolg wissen lassen. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Bleibt feucht. Okay, naja, gut. Und hoffentlich bleibst du nicht trocken, ne? So, das hat man geschafft. So, jetzt könnten wir eigentlich sprechen mit den Überlebenden. Ach ja, wir sind ja gleich immer hier in der Nähe, können wir ja gleich sprechen. Und danach können wir ja das Zunderpulver oder das
pulverartige Lumbohin. Was ist hier? Gelnur. Geimersee. Sprecht einen Moment mit mir. Okay, was hast du anzubieten? Ach so, das ist jetzt hier auch Handel. Hier haben wir noch Esko. Esko war ja auch noch eine Quest, stimmt. Sprech mit den Überlebenden. Hier sind sie alle versammelt. Ich wünschte, ich könnte mich in der Siedlung sicher fühlen. Aber mit dem Bündnis in Balforien ist man nirgends mehr sicher. Sind alle zurück und in Sicherheit? Ja, das sind wir, dank euch. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Wir werden auf unserem Weg flussabwärts immer an euch denken. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal hier zu Esko. Okay, anscheinend betest du gerade irgendetwas an, aber ich weiß nicht was. Vielleicht diesen Felsen, vielleicht das Zeichen. Was haben wir hier noch? Eine Truhe. Ach, eine Wertkassette. Holt gilt das. Ich habe viele erlesene Waren direkt aus Davons Wacht. Okay, was ist Davons Wacht? Ihr seid neu in Steinfälle. Einer der Flüchtlinge aus Ödfels. Dann braucht ihr Vorräte, ja? Davons Wacht ist die diesem Dorf nächstgelegene Stadt. Es ist ein Zentrum für Händler aus dem ganzen Pakt. Reist ihr häufig dorthin? Einmal im Monat. Ich tausche unsere Guar-Häute und deren Fleisch gegen Schmiedewaren, Feinwerkzeuge und andere Luxusartikel. Ich habe einst auch Neuigkeiten aus der Ferne mitgebracht. Aber die meisten hier interessieren sich nicht sehr für Dinge fernab ihrer Felder. Wie kann man dorthin bekommen? Es liegt weiter westlich, gleich hinter dem Bergpass. Ihr könnt von hier aus in weniger als einem Tag dort sein. Aber mit den Problemen rund um das Bündnis werde ich meinen Abstecher diesen Monat wohl aufschieben. Ist der Handel viel im Dorf hier? Oder seid ihr bloß der Einzige? Ich könnte anderswo mehr erreichen. Besonders in Ebenherz oder Kragenmoor. Aber ich habe mich entschieden, hier in Dalmora zu bleiben. Auch wenn man geduldig ist, kann man große Reichtümer anhäufen. Das hoffe ich zumindest. Warum bist du dann hier, wenn du doch so viel machen kannst, außer dann in Dalmora zu bleiben? Familie, warum sollte ich meine Nestgeschwister verlassen? Sie lieben den Geruch des Schlamms in Balfoyen. Okay, was hast du anzubieten? Einfache Köder, Zero, Magie, Dietrich. Ach, wir können ja hier Reparatur vergeben. Machen wir gleich nebenbei Reparaturmaterial. Verkaufen würde ich jetzt gerne was. So, Eisenachse des Schocks. Nein. Ah, das kann man verkaufen. Eisenschatz kommt der Flamme, wollen wir nicht verkaufen. Handwerkssäge der Gacine. Wir konnten doch hier noch was anderes verkaufen. Schulterklappen da auszubinden. Das verkaufen wir mal noch. Seelenstein, nein, Eisengüras. Rezepte, ne, die lassen wir noch. Frostgott-Verkleidung. Diese kann nicht verkauft werden, okay. Rohkolos, Herstellungseinrichtungsgeschichte aus Metall. Ach, das ist der Metallstoff zur Herstellung der Panzerrüst. Ah, okay, gut. Nö, dann verkaufe ich das nicht. Nö, das will ich nicht. Gut, Duld bringt Reichtum. Okay, steht hier dran, ne? Ich möchte auch mal eine Schmiede noch finden. Okay, let's go. Was meine ist Familie ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wer wird vermisst von eurer Familie? Es kamen unheimliche Geräusche aus den Feldern. Einige meiner Guar liefen weg. Ich mache mir schreckliche Sorgen um sie. Aber ich kann die Guar, die zurückgeblieben sind, nicht alleine lassen. Sie haben zu viel Angst. Guar ist also eure Familie? Natürlich. Guar sind edle Kreaturen. Und sie sind fleißige Arbeiter. Ihr müsst sie finden. Hier, nehmt etwas Stinkrat. Ihr Lieblingsessen. Ihre Mägen werden sie nach Hause führen. Nach Hause zu mir. Okay. Na dann starten wir mal deine Quest mit dabei. Ich danke euch vielmals, meine armen Kinder. Ich weiß nicht, ob ich ohne sie weiterleben könnte. Warum behandelt ihr eure Guards wie eure Familie? Weil sie es sind. Sie schleppen unsere Waren, sie fressen unsere Abfälle. Guar sind großartig. Und ich habe Gerüchte über das Bündnis gehört.
wenn sie uns angreifen. Wer außer den Guar wird unsere Habseligkeiten in Sicherheit tragen? Okay. Das hätten wir. Jetzt würde ich. Aber ich würde mal trotzdem gerne wissen. Okay, das sind jetzt die Tierpaktwache. Ich würde trotzdem mal gerne wissen, wo hier ein Schmied ist. Was haben wir hier? Ladaras aus? Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Ladaras beteiligt. Habt ihr heute schon Andacht für die drei gehalten? Wer sind die drei? Was macht denn diesen Dorf? Ich hoffe, ihr scherzt. Sie sind die drei Mitglieder des Tribunals, die lebenden Götter von Morrowind. Alma Lexia, die Mutter. Sotasil, der Zaubermeister. Und Vivek, der Poet. Okay, was sind die lebenden Götter? Die drei in ihrer elfischen Gestalt. Sie spüren die Freuden und Schmerzen des sterblichen Fleisches. Und dennoch sind sie unsterblich, allwissend und überaus mächtig. Im Akavirischen Krieg flutete Vivek das Schlachtfeld und ertränkte somit den Gegner. Kein einfacher Sterblicher könnte so etwas vollbringen. Was macht ihr dann in diesem Dorf? Ich wurde vom Tempel des Tribunals der Stadt Ebenherz geschickt. Jünger Syldras hat mir aufgetragen, diesen ungläubigen Barbaren die wahre Religion zu verkünden. Okay, ungläubige Barbaren? Natürlich die Argonier. Schaut euch um. Schlammhütten, Speere, Höhlenmalereien. Das ist der Zenit ihrer Kultur. Unser Volk hat Jahrhunderte mit dem Versuch, sie zu zivilisieren, verschwendet. Sie sind so stur wie die Guar. Habt ihr jemanden bekehrt? Sie hören aufmerksam zu, stellen Fragen und dann gehen sie zurück und beten weiter Bäume an. Ich mache die Schamanin Vedvaidal dafür verantwortlich. Sie nennen sie Mutter. Sie verdirbt ihre Gedanken mit ihren heidnischen Ketzereien. Wer sind die ungläubigen Barbaren, von denen ihr sprecht? Natürlich die Argonier. Schaut euch Ach so. Um. Achso, okay, gut. Sonst weiter wollte ich nicht wissen, was haben wir hier? Achso. Hört das Meer. In Schwarzmarsch ist jedes Blatt wie ein Dach für den Kopf. Was habt ihr anzubieten zur Errungenschaften? Okay. Rückkauf möchte ich aber auch nicht, okay. Ich würde gerne mal jetzt hier so eine Schmiede sehen. Ich möchte gerne etwas schmieden. Okay, du bist hier anscheinend, Spieler. Demutschlamm. Was hier? Ach, das ist... Moment. Wohnen. Wohnen ein Stamm aus in einer beständigen Erinnerung an der Vergänglichkeit des Lebens und dass wir nur stehende Wellen im Fluss des Existenz sind. Aber es wird dennoch schön, bequem aussehen und passend dekoriert sein, natürlich. Okay, ist das jetzt unser Haus? Demutschlammboden. Könnte möglich sein, dass es unser Haus ist, kann es auch oder nicht sein. Plus dann ist die. Okay, scheint doch unser Haus zu sein. Und hier kommen wir raus, ja? Innenhof von Demutschlamm. Ach, hier kann man sich Möbel einrichten. Okay. Aber wir... Ach, Kaufobjekt. Ach so. Das sind jetzt die Kronen. Benötigt den Abschluss der Heimquest, ein Freund in Not. Ach so, das kann man sich... Alles klar, kann man so kaufen. Gut, das wollte ich jetzt nicht haben. Ja, 40.000 oder 210 Kronen. Gut, ich würde gerne trotzdem mal eine Schmiede finden. Ich bräuchte unbedingt eine Schmiede. Okay, wo greifen die jetzt hier an? Hier eine Schmiede? Ja, der Schmied. So wie ich es sehe, hat die Welt eine gewisse Hierarchie. Man hat die Könige, die Generäle und die Schmiede. Denn was ist ein König oder General ohne eine gute Waffe? Erzähl mir mehr über das Schmieden, weil ich habe jetzt solche Steine von denen dazu bräuchte und ich würde gerne mehr erfahren. Wir benutzen unsere Hämmer und einen Amboss, um Rüstungen und Waffen zu schmieden. Dafür braucht man eine Menge Metall.
Wir durchkämmen die Berge und Höhlen auf der Suche nach seltenen Erzen für unsere Arbeit. Nur mit Rohmaterialien werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen. Ihr benötigt Lehrbücher der verschiedenen Stile und besondere Materialien für fortschrittlichere Ergebnisse. Okay, ich möchte einiges dazu lernen, ne? Darauf könnt ihr wetten. Ein echter Schmied kann seine Metalle lesen, um ihr Potenzial abzuschätzen. Während des Schmiedevorgangs müsst ihr eine Eigenschaft wählen, die am besten zu dem Gegenstand passt. Etwas Zusatzgewicht, eine extra scharfe Klinge, um nur einige Beispiele zu nennen. Okay, was muss ich sonst noch wissen? Nun, der Gegenstand kann noch verstärkt werden, indem ihr Härter verwendet. Diese können den Wert und die Qualität des Gegenstandes enorm erhöhen. Natürlich bergen lohnenswerte Unternehmungen immer ein gewisses Risiko. Beim Versuch, einen Gegenstand zu verbessern, könnt ihr ihn zerstören. Seid also vorsichtig. Gut, was hast du noch anzubieten? Schweres 210, da oben haben wir Gold. 1107. Erz des Schürfens. Schürfers, okay. Hier haben wir noch die Feuersteine, Knochen, Guru Manga, Sternmetall. Aha. Das ist jetzt grobe Schüssel, grobe Tasse, grobe Handball, grobes Messerflascherei, OP-Arm. Ach hier, Schmiedstelle benutzen, veredeln, herstellen. Kann man das jetzt hier auch irgendwie? Der Stil ist euch nicht vertraut. Kann man hier auch schon was jetzt herstellen? Panzerschuhe, Haube, Beinschiene. Okay, gut, nicht. Orksmagan, Obsidian. Okay, wir haben jetzt ja eigentlich nichts. Verwerten, aufwerten. Hm. Verwerten. Okay, das wollten wir jetzt nicht veredeln. Eisenerze könnten wir ja eigentlich machen. Jetzt ein Stück. Skizzen haben wir noch nicht. Wo sind hier unsere? Freundlicher Schmied zum Klatschen. Was haben wir hier? Packzutaten. Gepäckhändlerin. Ah! Jeder Abenteurer sollte. Ich würde gerne mehr tragen können. Möchte ich die Größe aussehen? Wir sagen, um 10 Plätze erweitern. 400. Oh ja, gerne, bitte. Kann man noch einmal? Es gibt etwas. Ach, jetzt willst du 2000. Schönes Ding auf 70. Haben wir das Erweiterzimmer vor, aber noch nicht. Was haben wir hier? Ah, hier sind noch Rüstungen. Ist ja cool. Mit wem muss ich sprechen? Mit dir da hinten? Webt einen Korb? Manche. Rüstungsmacher. Ah, hier haben wir noch welche Eisengürtel. Nein, das haben wir nicht. Eisenschultern, Eisenhaube, Eisenerzen, Eisenpanzerschuhe, Eisenbeinschiene. Da konnte man denn das. Eisenbahnschiene, okay. Eisenbahnschienen. Verkaufen würde ich gerne was. Ja, das noch, das kann auch weg. Steigkolben der Flammen. Rohlederhelm. Ja, kommen wir mal weg. Stil der wilden Argon, ja, okay, nein, Moment. Manche. Ich würde gerne noch ein paar Eisenbeinschienen mitnehmen. 405 kosten die. Eisenpanzerschuhe. Eisenerzen, Eisenhaube. Schulter, Eisengürtel, Eisenkürass. Inventar, Beine, 1123, manche. So. Und die Beine haben hier, 2005, Eisenpanzerhandschuhe, was ist das, 2005, 1117, wie könnte man das,
Ach, da unten haben wir sie. Ausgerüstet, gebundene Füße, schwere Rüstung, Eisenpanzerschuhe. 1977, Stufe 5 und das ist Stufe 5 2005. Füße, schwere Rüstung. Ja, komm. Eine nehmen wir mit. So. Metall, Füße, Eisenpanzerschuhe. Ja. Sieht ein bisschen fix aus. Gut. Beine könnten wir eigentlich auch eine Eisenhose mitnehmen. Mann. Eisenbeinschienen. Naja, nee, doch nicht. Lass mal. Aber können wir hier irgendwie. Oh, das Schild sieht geil aus. Im Moment. Komm mal hier rein. Verbirgt jede Menge. Rollederstiefel. Nee, 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 nee. Habt ihr auch Schilder zu kaufen? Das sieht nämlich eine Menge geile Schilder aus. Was habt ihr hier? Eisenblut. Waffenschmied. Ah! Waffen. Wir haben hier eine Eisen. Wir haben hier Eisenachs. Eisendurch. Eisenkeule. Eisenbindhänder. Du hast aber kein Schild, ne? Ne, hast du leider nicht. Schreiner. Hölzerne. Okay. Ah, ja, man hat Schilder. Schön. 1480, 1420 Ahornschild. Okay, wir haben jetzt dann zwei da nicht, ne? Maximale Ausdauer. Wieder eine Kette. Hm. Okay, doch nicht. Schade eigentlich. Mystikerin. Bankier. Alchemist. Aber ich brauche das hier mit dem klaren Wasser. Das. Und Spinnenei. Mal gucken, was passiert. Okay, wurde ein Stinkmeuchel. Okay, wir haben einen Schweiter. Schreinerbank, nein. Schneidertisch, nein. Schneider, das ist sehr schön, nein. Gibt es auch einen Färbetisch? Waffenschmied. Verzauberungstisch, hier ist doch das mit Ruhe, ne? Genau. Okay, wir haben nur. Okay, wir haben plus die. Verdammt. Na gut. Dann gehen wir aus dem Arbeiter hier raus. Und müssen jetzt erstmal hier die drei nach Hause bringen. Corgi, Rolli und Blassout. Um die Quest abzuschließen. Und danach holen wir uns noch das Zunderpulver. Okay, tiefer, der wird. Ja. Wie bestätigt, ich werde da hinten noch rumeiern. Stinkekraut benutzen. Schick Profi nach Hause. Okay. Wieder aus dem Weg. Das war nicht schlecht. Bündniswächterin. Wiedersehen. Komm, mein Freund, du musst nach Hause. Dein Bester ist die schon. So, ich müsste mal jetzt höher erreichen. Pushen wollen wir hier nicht. Die wollen wir nicht. So, schicke Plasse Haut nach Hause. Hallo Nenchiku. Okay, du musst hier oben sein, ne? Ja, da vor Packzeugart. Was hier? Schick Plasse Haut nach Hause. Die festen Zerren.
Uhr. Schickt Blasaut nach Hause. Ach, hier bist du doch. Blasaut, ab nach Hause. Okay, wir wollen jetzt erstmal noch das Zunderpulver schicken. Aber ist auch eigentlich eine schöne Gegend. Muss man lassen. Brauchen wir es noch ein Stück höher, muss man. Packt Wache. Ja, was doch. Guten Tag, Quartiermeisterin Uruna. Ihr braucht eine Klinge? Ich hoffe nicht, denn ich kann keine entbehren. So, der Wachturm von Delmora wurde überfallen. Ich brauche Zunderpech, um das Feuer zu zünden. Unser Lager ist leer. Ich fürchte, es war ein kleiner Unfall im Lagerraum mit einer Laterne. Plötzlich war kein Zunderpech mehr da. Und wo kann ich mehr finden? Schaut euch in der Werft um. Linem hat gerade erst eine frische Lieferung entladen. Warnt sie vor dem Angriff, wenn ihr sie seht. Sie ist so eine zarte Echse. Ich möchte nicht, dass ihr etwas zustößt. Dann werde ich sie beschützen. Danke, Quartiermeisterin. Okay, jetzt müssen wir doch wieder weiter. Besorb. Oh, nee. Kann man uns eigentlich... Weg scheint da fest ins Jahr im Moment. Hab ich gerade richtig? Nee. Da können wir doch den aktivieren, ne? Der Wegstand der festen Zerren. Jawohl. Der Wegstand der festen Zerren entdeckt. Hier können wir uns jetzt hinporten. Ja, aber noch einen nach Delmora. Weil ich möchte ja unbedingt den lieben Esko. Warte. Wo bist denn du? Aber wir machen uns mal dahin. Und lass uns dahin zaubern. Oh, warte. Alles klar. Die jetzt anscheinend ganz gut. Wir wollen aber zu Esko mit ihnen sprechen. Sogar einen schönen weißen Tiger dazu. Das sind alles Bekleider, die kann man sich halt kaufen dazu. Okay, was war jetzt? Keine Ahnung wieso, aber... Sprecht mit Esko. So, Esko, wo bist du? Wo ist Esko? Ach ja. Esko? Ich habe deine Familie wieder hierher gebracht. Dolia hat dich vermisst. Danke, dass ihr meine Familie wieder vereint habt. Kein Problem. Ja, das habt ihr, Gua-Freund. Sie sind alle zurück. Lasse Haut mimt sogar schon wieder den Hahn im Korb. Wo wären sie nur ohne mich? Ich werde sie füttern und sie dann bereit machen, unsere Habseligkeiten zu tragen. Kein Problem. So, Quest abgeschlossen. 26 Münzen haben wir bekommen, Familienzuhörer. Und sind ein bisschen an Erfahrung reicher geworden. So. Jetzt ist nur noch die Hauptquest erstmal besorgt, das Zunderpechpulver bei den Boyen Dogs. Ich sag mal, ich werde den Part jetzt hier beenden. Unter diesen schönen Riesenpilzen neben Esko. Wenn dir das Video gefallen hat, was ich jetzt am Abspann, wird er dann meinen Kanal aufblenden lassen unten links. Und rechts wird das neue Upload-Video bzw. das von Elder Scrolls dort zu sehen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Wenn du ein bisschen was erfahren willst über Elder Scrolls Online, da ich jetzt nicht so wirklich erfahren bin. Oder dass du was weißt, Erzorum gesagt, über Elder Scrolls, wo man jetzt wie man Rüstung schmieden kann in Wirklichkeit und stärkere Waffen verzaubern kann, dann würde ich mich freuen darüber, über einen Kommentar. Und wenn du nicht mal verpassen willst von meinem Kanal, dann abonniere mich doch ganz einfach. Ich würde sagen, dann sage ich dir auf Wiedersehen und bis bald zu der Elder Scrolls Online. Grüß dich. Sein Name ist Tyler Fireheart. Ich bin Mr. Firewolf und wir sehen uns beim nächsten Mal.